Hallo und herzlich willkommen bei SpeedGig. Wir haben hier heute Michael Horneck aus Innsbruck, vielbeschäftigter Musiker, unter anderem bei der legendären Band Passport. Anfang, kannst du uns ein bisschen was über deinen musikalischen Werdegang erzählen, über deine Kindheit, wie du zum Keyboard gekommen bist? Okay, also ich habe angefangen mit 4, soweit ich mich erinnere, fast 5. Nicht so viel so, bis meine Eltern gesagt haben, okay, so geht das nicht weiter, der muss das lernen. Genau, also deswegen spiele ich jetzt Klavier, also Keyboards eigentlich. Ja, und dann haben sie gemerkt, das könnte irgendwie ganz gut gehen und ich wollte natürlich wie jeder andere dann Schlagzeug lernen. Ja. Und habe so lange gebettelt, bis ich Schlagzeug lernen habe dürfen. Da war ich glaube ich dann 12. Mit 13 hat mich mein Klavierlehrer dann gebeten, Kontrabass zu lernen, weil sie brauchen einen Kontrabassisten im Musikschulorchester und ich war in dem Alter einer von den wenigen, wo die Hände groß genug waren. Und ich habe damals nachgerechnet, ich habe ungefähr 44 Wochenstunden gehabt, also mit der Schule und Kontrabass, Klavier, Schlagzeug und alles. Wow. Ja, und das war dann irgendwann zu viel, dann hat sich das mit dem Bass wieder erübrigt. Und ich habe dann relativ schnell umgesattelt auf Jazzklavier. Also, weil damals in Innsbruck hat es den Kurs gegeben beim Stefan Costa. Und das war eigentlich super. Und deswegen bin ich dabei geblieben. Und wie hat sich das dann herausgebildet, dass du Klavier ernsthaft betreiben möchtest? Und wann war diese Zeitpunkt da, wo du dann auch beschlossen hast, dass du studieren möchtest? Also, ich war im Musikgymnasium und nach 2 Jahren Latein habe ich gewusst, das geht nicht, bis zur Matura. Noch dazu waren es 5 Jahre Schule, nicht 4. Dass ich dann gesagt habe, okay, ich lasse das wieder und ich gehe jetzt aufs Konservatorium. Das war dann mit 16. Und eigentlich wollte ich Schlagzeug studieren, habe ich dann auch. Und dann ist mein Übelraum irgendwann mir abhanden gekommen und ich habe das wieder aufgegeben, mehr oder weniger. Also ich spiele jetzt manchmal nur, aber Keyboard ist leiser. Ja. Und einfacher zu transportieren. Naja, es kommt drauf an. Also das Schlagzeug ist innen hohl, das ist Keyboard nicht. Ich schleppe schon recht viel durch die Gegend. Eigentlich. Und du hast dann studiert in Oberösterreich? In Linz, ja. Genau. Auf der Anton Bruckner Privatuniversität heißt es jetzt. Genau, damals noch Konzi. Beim Dejan Pechenko. Da wollte ich eigentlich auch Schlagzeug studieren, das ist aber irgendwie, hat sich das erübrigt. Also ich bin eigentlich Schlagzeuger. Irgendwo. Wie alt warst du, als du nach Linz gegangen bist? 18. Und du bist dann auch sehr lange Zeit in Linz geblieben? 11 Jahre. Und dann bin ich ein bisschen aufs Land raus, nach Aschach an der Donau, was sehr hübsch war. Vor allem im Sommer. Genau, nur ein bisschen abgelegen halt so vom Dings. Und nachdem ich Autoverweigerer bin, mittlerweile mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Equipment, es geht, ja, es geht schon, nur wie? Also, du musst ja dann spielen auch noch am Abend irgendwie. Ja. Genau, und dann haben wir gedacht, eigentlich ist Wien fast gescheiter irgendwie. Und durch deinen gewonnenen Preis, also durch dein gewonnenes Stipendium, Hans-Koller-Preis 2001, mit kurzem Zwischenstopp in New York, bist du dann vor 2 Jahren nach Wien gezogen. Wie ist denn eigentlich letztlich dieser Wunsch, also der Gedanke gekommen, jetzt von Oberösterreich weg nach eigentlich relativ langer Zeit, wo du auch wahrscheinlich schon sehr viel beschäftigt warst, quasi wieder neu positionieren in Wien? War das mehrere Gründe geben. Also erstens war meine damalige Freundin aus Wien, also in Wien. Okay. Und ja, und es war in Aschach dann auch nicht so viel los. habe ich mir gedacht, ich probiere es einmal. Ne? Also, als Tiroler nach Wien zu gehen, ist ja irgendwie schon, also von Linz geht es noch, ja, aber von Tirol, das wär mir zu schnell gegangen, wahrscheinlich. Das ja. Kulturschock, glaube ich. Also, das kann der eine oder andere vielleicht nachvollziehen. So wie umgekehrt wahrscheinlich auch. Irgendwie. Und du bist jetzt seit 2009 Mitglied der ziemlich einflussreichen und legendären Band Passport. Kannst du uns da bitte was dazu erzählen, wie du den Job bekommen hast? Es ist wahrscheinlich so, wenn man jeden Job bekommt, man muss immer wen kennen. Und die müssen auch kennen und so.
Und also wer war in dieser Hinsicht dein Kontakt oder die Person, die du gekannt hast? Ne, mehrere. Also erstens der Lettner Christian, mit dem habe ich studiert damals in Linz. Okay. Also den kenne ich jetzt seit 18 Jahren, 19 Jahren. Der Peter O'Mara, der hat damals unterrichtet noch immer in Linz. Dann sind so Gigs zustande gekommen und so. Und ja, und du lernst halt immer mehr Leute kennen. Und irgendwann war die Stelle einfach offen. So, und die haben gesagt, ja, sie wollen mich irgendwie so. Und ich habe gedacht, cool, wow, gern. Ja. Ja, und es war ein bisschen eine Challenge, weil es hat mehrere Kandidaten gegeben, aber es hat funktioniert. Und es ist so, wenn man sich euren Tourplan anschaut, dann sind das ja nicht geblockte Touren, sondern es sind eigentlich relativ verteilte Konzerte übers Jahr. Wie viele Konzerte spielt ihr und hat es sich für dich nie der Wunsch entwickelt, dass du quasi deinen Hauptpunkt nach Deutschland verlegst? Und wie laufen dann die Vorbereitungen für so eine Tour ab, für die Konzerte? Also Vorbereitungen gibt es eigentlich keine. Man muss selber vorbereitet hinkommen. Was war der Rest? hat sich durch die Vorbereitung, also dadurch, dass du dich selber vorbereitest, also hat sich nie für dich der Wunsch, hast du... Also nach Deutschland zu gehen? Genau, der Wunsch nach Deutschland zu gehen. Nein. Eigentlich nicht. Also es ist super da in Wien. In München ist sicher auch super, in Berlin ist sicher auch total super. In München ist alles ein bisschen teuer, in Berlin sind die Gagen ein bisschen niedrig. Da ist bunt, ich weiß nicht, es passt. Also nach Deutschland zu gehen, ja, dazu kennen, also ich mag die Leute dort zu gehen, glaube ich. Ja. Also, genau. Also auch dein Einsatz bei Passport verlangt jetzt nicht, dass du deinen Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlegst. Natürlich wäre es ihnen recht, also vor allem dem Management, glaube ich, weil dann müssen sie nicht immer einen extra Flug von Wien checken, der dann relativ früh manchmal geht. Ja. Was für einen Nachtmenschen nicht immer leicht ist. Also das, wenn ich jetzt nach München ziehen würde, das wäre ideal. Weil die also im Lettner Christian wohnen alle in München. Okay. Genau. Und ja, aber ich bin froh, dass ich das Privileg habe, dass wir einen Flug checken. Ja. Oder halt einfach die Anreise, weil ja, das sagt man, das irgendwie super passt. So, dabei. Und kannst du uns ein bisschen was erzählen über deine Erfahrungen bzw. merkliche Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich in den Szenen? Also in Wien ist alles ein bisschen langsamer, habe ich das Gefühl. Also in Österreich generell, glaube ich. Also gemütlich, Alter, passt. Ja, in Deutschland ist es, also wo ich das erste Mal in Wien geprobt habe mit wem war denn das? Mit dem Radovan Christian und dann mit so einem Bumi 4 und so. Das war super, ich komme rein bei der Probe und keiner sagt was zu mir. Ja, du musst zuerst spielen und danach kommen sie her, Entschuldigung, ich bin der und der. Und in Deutschland war es genau das Gegenteil, da kommen sie, hallo, ich bin da, ja, Ding und zack, und da hast du noch keinen Ton gespielt, da kennst du schon jeden. Ja. Und in Wien war das so, du musst zuerst einmal gemütlich, spiel einmal und dann schauen wir. Ja. Also, und das war ziemlich zeitgleich, wo ich das Erlebnis gehabt habe, also in München war das damals und in Wien, und das war schon ein lustiger Unterschied eigentlich. Aber ich mag sie beide so, also die Mentalitäten. Merkt man diese Unterschiede eigentlich nur auf menschlicher Ebene oder gibt es auch in Sachen Professionalität irgendwie merkliche Unterschiede, dass zum Beispiel Tontechniker jetzt irgendwie legerer beim Soundcheck sind als... Im Endeffekt kommt es nur darauf an, was am Abend dabei rauskommt, und das ist da und da eigentlich egal. Also es gibt das ganze Spektrum überall. Also die wissen sowohl da als auch dort, wie es geht. Oder wie es ginge. Oder, ja. Glaube ich. Nicht nur ein Passport, du bist generell sehr viel im Einsatz. Du hast zum Beispiel
In relativ jungen Jahren, 27, warst du, glaube ich, für Maria Biel ein Album produziert. Mitproduziert, ja. Produziert. Du warst bei Bumi Fian in der Band, auch schon relativ jung. Ja, in der Band war ich nie. Also das war ein Konzert, leider. Okay. Und es war leider sein ziemlich letztes. Das war nicht schön. Aber das kann man rausschneiden, oder? Also, ja, der war arm. Scheiße. Okay. Jetzt muss ich mir auf den Laptop dazu. Ja. Du bist auch in der Band des Percussionisten Bibul Darwish. Darwish, ja. Darwish. Ganz richtig. Der hat zwei Bands. Eine große Besetzung und eine kleine Besetzung. In der kleinen Besetzung. Das war lustig. Da haben sie gesagt, ja, okay, wir spielen in der kleinen Besetzung und ich spiele normalerweise mit der linken Hand gern Bass. Ja. Und habe aber gemerkt, das sind so Afrobeat. Ja. Die gleiche Bassline geht immer durch eigentlich und viele Tonwiederholungen und das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich spiele das am Bass und jetzt spiele ich in der Band Bass. Und da stehen zwei Keyboards und dann steht da noch Perkussion und singen muss ich auch. Und das ist eigentlich ganz lustig. Also das ist in einer kleinen Besetzung. Also wenn ihr mal wer hört, das heißt Blue Bantu heißt das, die Band. Bibul Darwish Blue Bantu. Und die große heißt Soleil Bantu. Das ist dann auch im besten Fall mit Sängerin und Gitarre. Also. Ich habe gelesen, die Texte sind Englisch, Französisch und die Muttersprache von Eondo, glaube ich, heißt die. Musst du dann aber nicht singen. Doch, doch. Du hast doch gelernt. Phonetisch. Also Jahre später komme ich dann drauf, was das vielleicht heißt. Also, wenn das bei einem Bier erzählt oder so. Also nicht nur neue Sprache, neues Instrument. Also du bist generell sehr vielseitig. Du spielst auch noch Gitarre und eben, wie du gemeint hast, eigentlich Schlagzeug. Mhm. Ja, ich mag das, ich mag nicht. Also ich will denken müssen auch, also ich will mich bemühen müssen. Am Klavier ist es oft so, dass es schon so, da bin ich nicht mehr ganz da manchmal. Ja. Ja, weil das geht so automatisch. Und, aber auf einem anderen Instrument, und wenn es schon daheim herumliegt, also dann warum nicht üben? Man weiß nie, warum es braucht. Ja. Und kannst du uns noch ein bisschen was über dein Equipment erzählen? Also über dein Keyboard-Equipment? Keyboard-Equipment? Ja, also meine letzte Errungenschaft war die neue Version vom MS-20 von Korg. Mit dem geilen Steckpanel. Also ansonsten, also ich habe ein Lieblings-Keyboard. Da werden jetzt viele den Kopf schütteln. Das ist so ein Roland XP30. Der ist auch schon, wann habe ich den gekauft? 2000 oder 1999 oder so. Mit Expansion Boards damals, ganz günstig. Und der hat ein paar super Features, die ich noch auf keinem anderen Keyboard jemals so gefunden habe. Also man kann ganz arge Sachen machen damit. Und der ist leicht. Falls es was Größeres braucht, Outstage, Eklar, Roland, JB8000, einen Korg Poly 800, ein Minimoog, ein Klavinet, ein Fender Rhodes, wie heißt die Roland Orgel, XK8, nein, wie heißt es? Ich weiß es nicht. Ich weiß, was du meinst, ja. Ein Korg BX3, auch zwei manualige Orgel, ein Node Lead, ein Virus, ein Prophecy, ein Code Prophecy. Ja, alles Mögliche. Also, es kommt was zusammen und ich habe noch nie was verkauft. Genau. Wobei, glaube ich, das Einzige, was ich jemals brauche, ist der Nostage und der Roland. Also, der Rest steht verteilt. Nochmal recht herzlichen Dank, dass du da warst. Danke, Michael Horneck. Danke. Danke dir.